Die Betten werden knapp, die Patienten jünger. Die Corona-Pandemie zeigt fatale Folgen, gerade auf den Intensivstationen in Deutschland. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, so der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler und auch Gesundheitsminister Jens Spahn heute in Berlin. Beide fordern schnelles Einschreiten. An Lockerungen sei im Moment nicht zu denken. Kontakte müssten reduziert werden. Jeder Tag zählt, so ihre Botschaft. Eine Intensivstation in einem Wiesbadener Krankenhaus. Nicht nur hier arbeitet das Personal am Limit. In vielen Regionen Deutschlands sind nur noch 10% der Intensivbetten verfügbar. Thüringen muss bereits Patienten in andere Bundesländer verlegen. Fast 30.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages meldet das Robert-Koch-Institut. Und immer mehr jüngere Menschen erkranken an Corona. Die meisten Infektionen seien inzwischen bei den 15- bis 49-Jährigen zu verzeichnen. Und die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich teilweise dramatisch zu und wird uns auch noch härter treffen als in der zweiten Welle. Schnelltests seien übrigens keine Lösung, betont Wieler. Man könne das Virus nicht wegtesten. Auch der Gesundheitsminister warnt. Impfen und Testen alleine reicht nicht, um die dritte Welle zu brechen. Dafür braucht es entschiedenes Handeln und, so schwer das ist, weitere Einschränkungen. Weitere Einschränkungen also für die Lockdown-müden Deutschen, damit wenigstens der Sommerurlaub gerettet wird. Ob dann gleich schon wieder alle bis zu den Seychellen fliegen müssen, weiß ich nicht. Bis zur Nordsee wird man sicher kommen. Die Frage ist jetzt erstmal, wie gut gelingt es uns jetzt, diese Welle zu brechen? Und gleichzeitig mit dem Impfen den entscheidenden Unterschied zu machen. Und dann kann dieser Sommer und wird dieser Sommer ein anderer werden können als letzter Sommer. In Schleswig-Holstein startet nächste Woche ein Modellprojekt, zum Beispiel in Eckernförde an der Ostsee. Gastronomie, Hotels, Ferienhäuser und Campingplätze dürfen wieder öffnen. Anreisen darf jeder mit einem aktuellen negativen Corona-Test. Wir möchten halt gerne bewirten und ein bisschen Lebensfreude und Lebensqualität verkaufen. Und das können wir jetzt ab Montag endlich wieder. Vorerst soll das Modellprojekt bis zum 15. Mai laufen. Verlängerung möglich, wenn alles gut geht. Doch danach sieht es im Moment nicht aus. Nächste Woche kommt erstmal die Notbremse, die den Spielraum für Lockerungen in den 16 deutschen Bundesländern erheblich einschränkt. Sprechen wir über die Lage auf den Intensivstationen mit dem Intensivmediziner Professor Uwe Janssens von der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Wie viele Intensivbetten haben Sie denn noch in Ihrer Klinik zur freien Verfügung? Ja, wir liegen auch genau bei diesen 10% freie Betten. Wir bemühen uns jeden Tag darum, wie jede Klinik übrigens, Intensivklinik in Deutschland, freie Betten zu haben, denn wir müssen immer auf den Notfall gerüstet sein. Das wird immer vergessen in der ganzen Diskussion. Wir fahren nicht auf 100% Auslast. Wir müssen freie Kapazitäten haben, um akute Herzinfarkte, akute Verkehrsunfälle und schwere Erkrankungen, die plötzlich auftreten, versorgen zu können. Und da kommen natürlich diese Covid-19-Fälle, die jetzt zunehmend zu verzeichnen sind, erschwerend hinzu. Und das setzt die Intensivmedizin Deutschland derzeit unter Druck. Das ist nicht mehr wegzudiskutieren. Fürchten Sie, dass Sie in eine sogenannte Triage-Situation kommen könnten, dass Sie auswählen müssen, welchen Patienten Sie noch umfassend helfen können und welchen nicht mehr? Herr Ohlissen, wir haben uns diese Frage das ganze letzte Jahr gestellt. Ich glaube, das deutsche Gesundheitssystem hat sich hervorragend vorbereitet. Wir haben uns wirklich gewappnet auf diese Situation. Ich kann Ihnen und auch den Zuschauern versichern, dass das nicht eintreten wird in Kürze, wenn wir tatsächlich endlich das tun, was wir tun müssten, runter von den Infektionszahlen. Denn die hohen Infektionszahlen führen dazu, dass wir mehr Intensivpatienten bekommen und so weiter. Und wenn das nicht gebremst wird, kommen wir in kritische Bereiche rein. Jetzt sind wir noch lange davon entfernt. Wir können verschiedene Maßnahmen ergreifen, wie Verlegungen von den Patienten, wie wir das gehört haben, Thüringen in andere Bereiche. Wir haben das Kleeblattsystem, das Verteilungssystem in Deutschland aktiviert. Es funktioniert und wir haben in einigen Bereichen noch Kapazitäten, die dann zum Einsatz gebracht werden können. Und die Kliniken, und das hat Herr Wieler ja heute auch gesagt, müssen jetzt dran denken, ihr Routineprogramm runterzufahren, um dort Kapazitäten freizusetzen. Und das
muss dann auch wieder, und das geht wieder an den Gesundheitsminister, gegenfinanziert werden. Denn die Krankenhäuser müssen auch ihre Betriebe weiter finanzieren können. Und dafür müssen sie dann Kompensationszahlen komplikationslos, unbürokratisch, schnell zur Verfügung gestellt bekommen. Aber der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach von der SPD, der hat heute gesagt, die weiche Triage habe im Grunde schon begonnen. Durch dieses Versorgen und Verlegen und Verschieben. Würden Sie dem zustimmen? Weiche Triage bedeutet, dass ich jeden Patienten, ich finde den Begriff etwas unglücklich. Ich würde sagen, wir versuchen Patienten bestmöglich zu versorgen. Und das geschieht ja derzeit. In Thüringen haben die tatsächlich keine Betten mehr. Das heißt, sie müssen verlegen. Wir müssen jetzt tatsächlich in vielen Krankenhäusern Deutschlands neu uns aufstellen, nochmals die Pläne, die wir im letzten Jahr schon gefasst haben, umsetzen, runter aus den Routine-Operationen, damit Kapazitäten freisetzen. Das ist unsere allererste Aufgabe und das muss jetzt nach und nach umgesetzt werden. Der Begriff der Triage, der kommt aus der Katastrophenmedizin und auch vor allen Dingen aus der Kriegsmedizin. Wir haben aber geregelte Abläufe, die wir erst sicherstellen müssen. Ich glaube, die Sicherstellung, die können wir und das werden wir auch schaffen. Und deshalb möchte ich auch kein Angstszenario machen, möchte aber dringend darum bitten, wie meine Kollegen Marx von der Divi und Karagenidis, dass wir wirklich runterkommen von den Infektionszahlen. Herr Bundesgesundheitsminister Spahn hat es klar gesagt, wir werden an harten Maßnahmen nicht vorbeikommen, denn die Impfungen greifen jetzt definitiv noch nicht. Vielen Dank für die klaren Worte, Professor Uwe Janssens. Danke, Herr Olsen. Jeden Tag mehr als 3000 Tote, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Das erlebt zurzeit Brasilien. Das Gesundheitssystem ist in vielen Regionen kollabiert, Krankenhäuser überfüllt. Und dazu ein Präsident Bolsonaro, der jede Lockdown-Maßnahme ablehnt, um das Virus zu stoppen. Australische Wissenschaftler haben das Corona-Management in 98 Ländern weltweit untersucht. Brasilien landet auf Platz 98. Die sozialen Folgen sind katastrophal. Celia Gomes beginnt ihren Tag früh. Sie steht gegen 4 Uhr morgens auf, immer in der Sorge, ob sie genug Essen für ihre 4 Kinder zum Frühstück hat. Ich wache mit Qualen auf. Ich springe aus dem Bett und dann danke ich erst einmal Gott, dass ich lebe. Ich sehe meine Kinder an und rede mir ein, heute bringe ich etwas zu essen für sie mit nach Hause. Ich gehe früh raus, um Brot zu holen. Es gibt Tage, an denen ich es nicht schaffe, ihnen etwas mitzubringen. Gomes lebt in Paraisópolis, einer Favela mit rund 100.000 Bewohnern in São Paulo. Hier hat die Arbeitslosigkeit, wie in ganz Brasilien, im vergangenen Jahr neue Höchststände erreicht. Der Favela-Vorstand hilft den Menschen vor Ort, Arbeit zu finden. In Paraisópolis hatten wir 84% mehr Nachfrage nach Arbeitsplätzen. Nachdem die Nothilfe der Regierung ausgelaufen war, hat sich die Zahl derer verdreifacht, die bei uns Hilfe gesucht haben. Im Dezember wurde die staatliche Hilfe von rund 84 Euro im Monat gekürzt, was die ohnehin schon schwierige Situation für viele noch verschärfte. Die Zahl der Menschen, die mit weniger als 36 Euro auskommen müssen, hat sich mehr als verdoppelt. Viele Familien kochen nicht mehr mit Gas, sondern mit Brennholz. 27 Millionen Brasilianer leben in extremer Armut. Renato Tardelli erforscht seit 20 Jahren die Favelas Brasiliens. Alle Daten zeigen, dass die Infektionsrate umso höher ist, je ärmer man ist. Je mehr man sich an der Peripherie befindet, desto höher ist die Todesrate durch das Coronavirus. In Brasilien mussten im letzten Jahr 2 Millionen Menschen mehr in die Favelas ziehen. Es ist unethisch, dass die Brasilianer dort zwischen Hunger und Virus wählen müssen. Das ist unethisch. Vier Erwachsene leben im Haus von Silvia de Jesus. Sie ist Köchin und die Einzige, die noch einen Job hat, allerdings nur einen Tag in der Woche. Früher hat sie auch bei anderen Leuten gekocht, doch die hatten Angst vor einer möglichen Ansteckung. Diese Pandemie bringt uns um. Entweder die Krankheit tötet uns oder wir verhungern. Sehen Sie sich doch diese Schlangen an. Wir sitzen doch alle im selben Boot. Ein Ausweg ist angesichts des Mangels an Impfstoff und überlasteter Krankenhäuser für die Menschen in den Favelas nicht in Sicht.